Wenn ich mal groß bin, werde ich Kapitän und schipper dann über den Atlantik. Jawohl. Und hier über Österreich Karten angebracht mit dem Ziel der Reise. Vierte. Zum bleiben. Du. Ich bleib eh in Österreich. Ich schaute mich immer wieder fragend an. Und was kommt dann? Nächsten Kapitel. Was kommt dann? So, wir sind halt in Wienerwald unterwegs. Und jetzt habe ich vom Gerhard erfahren, der sollte da mitten im Wald was ziemlich Interessantes machen. Schauen wir, ob er daheim ist. Grüß Gott. Hallo? Bin ich da richtig beim Gerhard? Ja, worum geht's denn? Hallo, Michael Reisiger. Und zwar wollte ich fragen, ich habe von dir auf der Tankstelle erfahren, ich bin Dokumentarfilmer, aha, auf der Suche nach interessanten Menschen. Aha. Jetzt hat der Tankwart gesagt, da soll ich bei dir vorbeischauen. Aha, dann komm rein einmal. Dankeschön. Servus, bist du der Gerhard? Ich glaube, ja, bist du. Warte, komm schon, Michael Reisiger. Servus, was machst du da? Ich fahre kreuz und quer durch Österreich mit meinem Bus auf der Suche nach spannenden Leuten. Da habe ich gefragt, wenn es da gibt, so bei euch. Da bin ich der Spannende, oder wie? Anscheinend. Ja. Aber was machst du? Nimm Platz einmal. Ja. Du hast gesagt, Zatropille, Ex-Radprofi, den muss man kennen. Und ich kenne eher Georg Totschnick und so und Bernhard Kohl. Ja, für die Jüngeren sind das die Radfahrer, die man kennt. Ja. Ich bin 82 geboren, ja. Also wenn du sagst, du bist 82, ich bin 1981 in Österreich umgefahren worden, bin 19, also das ist doch schon eine Zeit her. Voll cool, also voll prominent eigentlich. Ja. Und jetzt hast du auf Kühe umgesattelt? Weil das sind keine gewöhnlichen Kühe, das sind Wagyu-Rinder, ist eine japanische Rasse. Und Wagyu? Wagyu, ja. Bekannt unter dem Namen Kobe-Beef. Okay, das ist ja voll... Ja, praktisch der Kaviar, das Rindfleisch, war der erste, der in Österreich damit begonnen hat. Ach so? Dort ist die Sommerweide da drüben. Da sieht man, aber das wirst du wahrscheinlich mit der Kamera. Hinten oben dieser Wiesenfleck. Ja, hinten oben die Wiesenfleck, da sieht man sogar zwei ganz kleine dunkle Flecken, da ist der Großteil der Herde. Ja, rechts vom Schattenbaum stehen sie, ja, ne? Genau, ein paar. Genau. Wow, voll die schöne Gegend da. Mein Background Radsport, ich tue gern biken, also ich fahre bei der Gartentier raus und kann biken. Also. Schau geil. Aber das tust du nur immer, das ist nicht so als Ex-Profi, dass mir irgendwann sagt, nein, ich kann es nicht mehr sehen. Nein, das ist schon zum Leben. Sonst hätte ich wahrscheinlich schon 20 Kilo mehr, wenn ich das nicht tue. Wollen wir reingehen auch? Wenn das geht, gern. Und wo kommen die her? Von was vom Land? Das ist eine japanische Rasse. Okay. Aber ist das nicht nur Spaß, ist auch viel Arbeit, oder? Das ist richtig Arbeit. Als Landwirt, Bauer. Ja, vor allem, wenn ich dann Seminare habe und so, wenn ich drei, vier Tage weg bin, dann musst du schon richtig vorbereiten. Jetzt im Sommer geht es besser, weil es natürlich auf der Weide sind, aber im Winter da. Du musst ja. Da ist das Zeitmanagement schon ziemlich gefordert. Vor allem, weil ich es wirklich da allein nicht mache. Also ich habe nicht einen, der mich da unterstützt. Ein Stallburschen oder keine Ahnung? Nein, tragt es ja nicht in der Größe. Naja. Will ja nicht. Okay, spannend. Vor allem, weil du in der Top-Gastronomie drinnen bist und das ist schon eine interessante Welt, also diese ganze Genussszene. Mit dem also jetzt nicht die Schickimicki, sondern wirklich das mit Genuss auseinandersetzen. Sei es Top-Winzer, Köche und auch Produzenten und das ist eine interessante Szene. Okay, also im Hinblick aufs Nahrungsmittel, aufs Lebensmittel. Aufs Lebensmittel, nicht Nahrungsmittel, Lebensmittel. Ah, ja. Nahrungsmittel ist eher industriell. Stimmt. Angehaucht. Ah, ja. Aber was ist jetzt da der Kilopreis für so einen Fleischschnitt? Naja, ich meine, wenn wir beginnen beim Filet, sind wir ca. bei 200 Euro fürs Kilo. Oh! Ja. Naja, ja. Also wirklich eine Delikatesse. Der Preis resultiert ja daraus, dass ja die Zucht und die Haltung, die werden erst mit 32 Monaten geschlachtet. Das heißt, die werden auch irrsinnig hochwertig, wirklich sehr, sehr hochwertig gefüttert, dass du überhaupt das Fett reinkriegst. Okay. Und das heißt, es entstehen enorme Kosten und die musst du mal reinkriegen. Also, das ist nicht so, dass der Bauer jetzt so extrem viel verdient, sondern die Kosten musst du mal reinkriegen. Und du hast nur ein paar Teile, die du wirklich gut vermarkten kannst, eben wie die Edelteile, wie Rostbraten, Beiwild und ein paar andere Dinge noch. Aber ein Großteil des Fleisches muss man halt schauen, dass man zu einem normalen, vernünftigen Preis irgendwie los wird. Aber ja, hättest du das mal gedacht, so beim Radlrennfahren irgendwo auf einer Tour, Österreich-Tour, dass du irgendwann einmal als Landwirt und Bauer... Ja. Schau, das hast du gewusst. Schon. Ja, Wahnsinn. Das ist ein Bubentraum, den man da verwirklicht. Ja, wo bist du aufgewachsen? Da, der nächste Graben da. Ja. Und zwar bin ich in Breitenfurt aufgewachsen. Also eh da? Dort bei der Tankstelle, was du gefragt hast. Okay, also eh im Wienerwald. Im Wienerwald, nicht weit von da. Ja, ja, cool. Das ist ein Bubentraum, also den habe ich mir da wirklich verwirklicht. Ja, voll super, vielen Dank.
Bammel. Hallo? Servus. Hallo? Servus. Hallo, Michi Reisiger. Hallo. Bist du die Hebamme? Ja. Weil ich habe jetzt die Schüler gesehen. Ja. Ich wollte fragen, ob ich dir ein bisschen aufhören darf. Bist du nicht gerade bei der Geburt oder ich so? Ich bin eigentlich gerade von Richtung Nachsorge unterwegs. Ah, ja. Okay. Um was geht's denn? Ich bin Filmemacher, ich bin Dokumentarfilmer. Okay. Dürfte ich dich da ein bisschen begleiten, wenn es dir nichts ausmacht? Ja. Weil ich habe alles mit, schau mal her, da ist die Kamera. Jetzt gleich, meinst du, oder wie? Das ist ja einfach schon ein sehr intimer Bereich. Eben, wenn es ist, ich meine, ich kann fragen, wenn die sagen nein, ist auch kein Problem. Ne? Okay, dann machen wir das jetzt einfach mal so, du fährst nach. Ich fahre nach, ja. Pah, jetzt bin ich gespannt. Oh, wie heißt du Lisa, gell? Ja, genau. Und Michi. Du? Michi, ja. Hallo. Wie alt ist jetzt das Baby? Das ist halt 4 Tage. 4 Tage? Joachim? Michi Reisiger. Gratuliere mal zum Papa werden. Danke. Papa sein. Ja. Und zwar, ich hab's jetzt überrumpelt, bitte Lisa. Und ich war unterwegs zu euch, hab nur mein Ringelblumending vergessen, bin nochmal zurück. Jetzt wollte ich fragen, ob ich Lisa begleiten darf, zu euch am Nachwuchs. Wenn, dann würde ich sagen, dass wir aufgehen. Ja. Am Wurzelrand. Genau. Und dann schauen wir, okay, ob das okay ist. Ja. Und wenn nicht, ist es einfach nicht. Das, Du, völlig klar, das muss für euch passen, das ist das Wichtigste. Okay. Ja? Gut. So. Hallo. Das ist der Michi. Bist du die Gute? Voll süß. Hey, gratuliere. Danke. Mach es dir lieb. Du und wie oft trinkst du? Na, alle 2-3 Stunden. Gestern war die längste Phase am Nachmittag. Jetzt insgesamt, also seit 2-3 Stunden geschlafen und runter und dann wieder 2 Stunden. Aber nie länger als 3 Stunden. Nein. Wie ist das, wenn man die als Hebamme hat, man hofft auf eine Hausgeburt und dann gibt es ein Problem und plötzlich hast du... Ja, dann nimmt man halt die Hebamme mit ins Spital. Das ist ja heute überhaupt kein Thema. Ach, stimmt, mehr. Ja. Das ist ja überhaupt kein Thema mehr. Wenn man sich eine Hebamme nimmt, die mitgeht ins Spital. Es geht viel mehr darum, dass du eine vertraute Person, die du kennst und die dich kennt, um dich hast bei der Geburt. Das ist so voll cool, ja. Was ganz was Intimes ist und was ganz was Feines, was viel Vertrauen braucht, hauptsächlich Vertrauen. Ich denke mal, deswegen habe ich jetzt zum Beispiel eine eigene Hebamme genommen, weil ich eben möchte, dass ich eine Person habe, ja, dann fragen kann, nicht Dienstwechseln, Schichtwechseln, weiß ich nicht. Und eben, wenn sie dann sagt, wir machen das, in dem Moment kannst du eh selber nicht entscheiden. Also irgendwie. Naja. Geburt ist jetzt nicht primär so dieses medizinische Ereignis. Ja, aber haben wir es nicht ein bisschen zu dem schon gemacht? Natürlich. Weil natürlich, aber es ist alles so, man will alles kontrollieren, man will alles. Das schon, wir haben es schon dazu gemacht, aber es ist es nicht. Naja. Und ja, es ist aber auch das, weil ich bin ja eher so ein bisschen der sichere Typ. Ja. Zwischendurch ist es dann schon, wir haben es dann schon überlegen an. Naja, verständlich, es geht ja auch um was. Na, jede Geburt ist ein Grenzgang. Ja. Also das ist jetzt nicht so, dass Eltern da durchspazieren und dann locker damit umgehen. Mhm. Das ist, so ist Geburt. Du gehst einfach echt an die Grenze. Und zwar so weit, dass du glaubst, es geht nicht mehr. Ja. Ja. Und dann ist einfach nur die Aufgabe zu... auf diesem Grad irgendwie zu bleiben miteinander und sagen, okay, es geht doch, es geht doch. Und dann ist es da und dann ist es Glück. Ja. 3, 2, 20. Jetzt genau 100 Gramm noch abgenommen. Das ist eh nichts, sozusagen. Bravo. Moi. Zurück zu Mama. Aber wann hast du gewusst, dass du Hebamme werden willst? Eigentlich erst, wie ich mein erstes Kind erwartet habe. Okay. Wobei ich war aber ganz klar der Wunsch auch da für 4 Kinder. Ja. Weil das ist ja heute auch voll gegen den Trend, oder? Wie viele haben 1,2 statistisch? Und bei uns sind halt nur viel 4. Ja, ja, bei uns gibt es auch 4. Ich habe 4. Ich war 4, ja. Ja. Mich hat 4.
Der Freundin, die Magdalena, das vierte. Die Theresa hat vier. Schweiger sind vier. Mhm. In Wiener war das jetzt vielleicht ein bisschen. Ja. Also das heißt, in Wiener war das sehr fruchtbar. Ja. Super. Ich möchte ein bisschen trotzdem nach dem Bauch greifen oder so und dann möchte ich die wieder ausschütteln. Kein Problem, ja. Hey, dann verschütze ich mich gleich. Ja. Und sag vielen Dank für das Vertrauen. Ja, bitte. Und viel Spaß und alles Gute. Passt super. Danke nur mit dir und der Birgit. Ja, Alter, was machen denn die alle da oben? Servus, servus. Wir wissen bei euch der Bauherr oder die Bauherrin. Wir haben einen Kappel. Dankeschön. Hallo. Hallo. Bist du der Bauherr? Ja. Servus, Michi Reisiger. Grüß dich, Andi. Und zwar, ich habe noch nie eine Baustelle gesehen, wo so viele Leute hatten. Ja, ich auch nicht. Was ist denn los? Boku Wien machen da eine Projektarbeit. Ah, okay. Da kannst du auch aufschauen, wenn du willst. Alles gerne. Das ist nicht mehr so alte Dokumentarfilme. Okay. Ich weiß nicht, ob du es kennst, Reisigers Reisen. Ja. Ich mache eine Wienerwald-Folge. Super. Da ist die Kamera. Geschlechte. Ja, ja. Und da ist das Mikrofon. Und so bin ich unterwegs. Ist ja geil. Okay. Noch dir? Das hättest du jetzt gar nicht sagen sollen. Ich wollte warten, immer besser. Reisigers Reisen. Ist gut. Der Mann filmt. Okay. Geil. Ja. Servus, bis euch. Ja, servus. Hallo. Also, wenn es euch nichts ausmacht, würde ich da ein wenig zuschauen, was da so abgeht. Ja. Das ist der Beweis für Österreich, dass die Studenten auch hacken und nicht nur studieren. Ich bin live auf Sendung. Was macht ihr da konkret? Im Prinzip, konkret machen wir eine Dachbegrünung und durch Zufall sozusagen ist das hier so ein bisschen ein Studentenprojekt. Ah. Wir haben eine Lehrveranstaltung an der Universität für Bodenkultur und dort lernen die Studenten einerseits die Theorie der Dachbegrünung und zweitens dann aber auch das praktische Umsetzen. Ah, das ist quasi eine Laborübung. Wir demonstrieren hier verschiedene Arten der Dachbegrünung. Das eine wäre eine fertig kultivierte Sedum. Kräuter, Gräsermatte, das ist dieses Material. Das heißt, das kann man so kaufen? Das kann man so kaufen. Das ist vorkultiviert, ist etwa ein Jahr alt. Aber ist es nicht so, dass der Bauherr sich dann wünscht, dass er da Erdbeeren und Tomaten anpflanzt, mehr wie nur grün? Auch das wäre möglich. Das wäre möglich. Also möglich wäre es hier, vor allem der große Vorteil ist hier oben, sagen wir, relativ schneckenfrei. Ah, ja. Das ist für viele Kunden mittlerweile ein Argument, ein Gründach auf dem Carport. Was ja super hochbeet, ne? Richtig. Ja, cool, ich halte euch nicht länger auf. Nur mich hält es nicht auf. Dann sage ich vielen Dank. Gerne. Für den spontanen Einblick. Mach's gut. Baba. Danke. Ciao. Ciao. Tierarzt, das schaut gut aus. Super. Gut, morgen. Danke schön, der Nächste. Gut, sind Sie die Frau Miegel? Hallo, Michi Reisiger. Und zwar, ich habe vorhin von dir den Metzger in Burgersdorf, aber positiv. Und ich bin Filmemacher. Jetzt wollte ich fragen, ob ich ein bisschen zuschauen darf, wie das so ist als Tierarzt und so. Ich halte nicht viel auf von der Arbeit. Ja, also wenn ich nichts machen muss. Nein, gar nicht. Verstanden. Grüß Gott. Hallo. Hallo, der Metzger. Die linke Hüfte, sie hinkt. Du bist aber dick. Ja. Bist du noch dick geworden? Ja. Sie bewegt sich so. Gescheiter Wascher. Aber ist sie richtige Stadtkatze, die nicht draußen einmal rumläuft? Nein, sie ist, und sie ist faul. Sie ist faul nur dazu. Faul auch noch. Ja. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord mit 7,10 Kilo, oder? Nein, sie muss die Leckerli weg, Manfred, am Abend. Das ist ein Wahnsinn. Kriegt sie relativ viel. Ja, Schinken, den darf so abbeißen. Da tun ja nichts kurz. Ja. Würde eine Katze das tut schreien? Aber alles weh. Ah, doch. Ja. Das Aha. ist sowohl die Streckung im Knie als auch die Streckung in der Hüfte, also der Rippen. Und sicher übergewicht. Kann sein, dass irgendwo hängen geblieben ist. Ja. Sicher. Den Kratzbaum, den habe ich jetzt weggegeben, weil da konnte sie nicht mehr rauf. Sie gibt euch ein Schmerzmittel mit? Ja. Ja. Und sie muss jetzt FDH. Gell? Maximal ein Drittel nehmen wir die Hüfte. Ja. Also, das ist die Hüfte. Sie darf schon rein. Alles Gute. Innen auch. Alles Gute. Wann hast du beschlossen, dass du jetzt wirklich den Sprung in die Selbstständigkeit oder eigene Praxis? Ich wollte ja immer halt. Eh. Ja, klar. Also ich war schon immer ein Mensch, der mit Schäfigessen überhaupt nicht zurechtkommt. Also ein Alpha-Tier. Ja, absolut. Ja. Und hat man da selber auch noch Tiere, Hunde?
Ja, ich habe einen Hund und 4 Katzen momentan, die alle brav zu Hause liegen und schlafen und warten, bis ich wieder nach Hause komme. Hallo. Was tust du da an? 10 nebeneinander. Wieder? 3 Zecken da. Boah. Drei. Das gibt es schon noch immer, oder? Das ist gegen Uhrzeigersinn auszutragen. Ja, ich bin zwar überzeugt davon, dass die Zecken den Uhrzeigersinn nicht kennen. Also insofern ist es, glaube ich, relativ egal. Aber ich habe mir das schon angewöhnt. Schau, das wird jetzt ein Versuch. Wir machen es jetzt einmal im Uhrzeigersinn, ob es da genauso geht. Genauso. Das Auto, super. Ja? Und auch mit Kopf und alles. Ja. Haben wir das widerlegt? Ja, das haben wir widerlegt. So, jetzt zeigen wir mal, was ich mache. Nicht werde. Ja, das müssen wir nehmen. Was ist da passiert? Irgendwo drüber gesprungen und hängen. Ja. Der Stich wird jetzt ein bisschen spüren, da muss ich das in den Oberschenkel. Ja, mach ich da. Das hast du gut gemacht. So, das dauert jetzt immer 10 Minuten, eine Viertelstunde. Darfst du bei den Käfig rein? Okay. Aber haben wir es nie überlegt? Hast du nie das Ding, wie du sagst, Tierärztin, was anderes? War das im Blut einfach? Irgendwann beim Studium habe ich einmal eine lange Pause eingelegt, habe dann alles Mögliche gemacht. Von Autoersatzteil verkaufen über Friedhofsgärtnerei. Nein. Und irgendwann habe ich dann doch fertig gemacht. Aber wie ist das, wenn du Tiere einschläfern musst? Da gibt es auch Tränen, oder? Viele, viele. Ja. Weil das ist ja dann wie Abschied von Menschen bei vielen wahrscheinlich. Ja. Und vor allem, was man dazu kommt bei Tieren, ist, dass man quasi selber gerade beim Einschläfern eine Entscheidung darüber trifft. Ja. Beim Tier bist du derjenige, der sagt, jetzt ist es soweit. Nur dazu vor allem Gefährten, ne? Ja. Und außer die Tiere, gibt es da sonst noch was in deinem Leben? Meine Autos. Autos? Ja. Eine sehr hübsche Oldtimer-Sammlung. Okay. Da oben ist eh mein großer Liebling. Pontiac. Baujahr 77, Modell 78, Motor 76. Das ist der andere. Na cool. Aber das ist auch geil, das ist eine coole Kombination Tierärztin und Autos. Ja, es ist, die Autos kommen momentan relativ zu kurz. Warum? Naja, gehe ich mit dem Hund spazieren oder gehe ich Auto fahren? Ah, da kommen die Hunde meistens zuerst. So, aber sie ist wieder schön wie eh. Ja? Ja. Das ist okay. Mit Schalthard genäht, damit du es nicht aufbeißen kannst. Danke. Ist leer? So, jetzt ist leer. Das heißt, so schaut der Vormittag aus bei dir, mit einer Stunde Ordination. Genau, so schaut ein normaler Vormittag aus. Hey, dann viel Spaß. Okay. Servus! Oh. Darf ich dich geschwind stören? Ja, ready. Servus, Michi Reisecker. Servus. Und zwar, ich hab dich jetzt gesehen, hast du jetzt gerade meditiert? Ja. Ich dachte, wie schafft man es, wenn man so eine coole Karre hat, dass man meditiert und nicht wild um und umfährt? Nix, was hat das auch nicht mit anderen zu tun? Das ist lustig, gell? Ist gut, ja. Ja. Was machst du? Hast du frei? Oder? Nein, ich bin jetzt, sage ich einmal, ganz normal unterwegs, aber wenn ich mir so ab und zu mal auszahle. Ne? Voll cool. Und da meditiere ich. Ja, wer schafft das noch heutzutage im Stress? Naja, aber weißt du, genau das ist einfach der Grund, dann schafft man es. Oder ich tue mir halt einfach leicht. Und wenn ich es nicht mache, dann sage ich es nicht. So, ne? Aber es ist echt interessant, so, wenn man Meditation, weißt du, wirst du reduziert auf irgendwie, das Teufelstäbchen, die du antragst oder wie auch immer. Ne? Ja. Ja. Aber was ist Meditation für dich? Ja, absolut beruhigend. Und genau deswegen sage ich immer, wenn ich meditiere, kann ich besser mit Stress umgehen. Ne? Aber das funktioniert dann in der Straße, das ist ganz egal. Ausbänden, ne? Voll geil. Na passt, dann wünsche ich dir alles Gute, gell? Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Schöne Zeit. Dir auch. Alles Liebe. Was steht da? Dorfgemeinschaft. Klingt interessant. Werkstatt. Gartenwerkstatt. Dorfgemeinschaft Breitenburg. Hallo, Mahlzeit. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich wollte fragen, wer ist denn da? Wer hat denn da die Leitung über? Oder? Hallo? Die Marina. Hallo. Hallo. Darf ich einer kommen? Ja, freilich. Hallo, Michi Reisecker. Hallo, und zwar, Marina. Ich bin jetzt neugierig geworden, weil ich vorhin gelesen habe, Dorfgemeinschaft. Ja. Da habe ich gedacht, was ist das? Weil ich bin nicht von da.
eine sozialtherapeutische Einrichtung ist. Ah, cool. Ja, also mit Werkstätten und Wohngruppen, gell? Ja. Ah, also und du betreust die mit anderen, oder? Ja, wir sind die Garnwerkstatt, gell? Darum ja, es gibt verschiedene Werkstätten, gell? Es gibt eine Holzwerkstatt, eine Wollwerkstatt, 140 Mitarbeiter. Ja. 140 Mitarbeiter? In der Dorfgemeinschaft. Boah, das ist scheiße. Ja, das sind 80 Betreute, die da leben. Also die wohnen auch da. Ja, hättest du ein paar Minuten Zeit, dass du ein bisschen was zeigst? Ja. Das ist unsere eigentliche Werkstatt. Ah, da riecht schon gut. Hauptsächlich die Kräuter. Ja, das hat das ein Privater gegründet, oder wie? Ja, drei Lehrerinnen aus der Karl-Schubert-Schule. Das ist die Waldorfschule für die seelenpflegebedürftigen Kinder. Schau mal. Ja, Pauli macht da hinten das Fenster auf. Können wir draußen auch eine Runde schauen? Gehen wir hinaus. Ja. Geht's oder soll ich was nehmen? Wenn du geht's? Hallo, ich wollte dich fragen, ja. Wo die Sängerin ein Treffpunkt machen. Ein Treffen ausmachen? Mit wem? Die Sängerin Dieterwurst heißt die. Dieterwurst. Meinst du aber nicht die Conchita-Wurst? Ja. Ah, die kenne ich gar nicht. Die ist wie Mann und Frau. Genau, ja. Die mit dem Bart. Mit dem Bart, genau die. Und die Conchita würdest du gerne treffen? Ja. Ich kenne es leider auch nicht persönlich, aber ich kann da zumindest mal nachfragen. Hallo, Ronny! Unser Garten, er ist heuer ein bisschen verwildert, weil wir ihn gerade umgestalten. Ah, okay. Wir machen ihn rollstuhlgerecht. Super, kannst du durchfahren dann alles? Dass wir dann durchfahren können. Im Winter werden wir halt dann die Sachen, die wir im Sommer gesammelt haben, verarbeiten. Verarbeiten, ja. Cool. Marmeladen kochen. Aber ihr habt vom Alter her, von den Klienten sagt man da, oder? Ja. Habt ihr Kinder bis Erwachsene oder wie ist das? Der Jüngste ist jetzt 17. Ah, okay, schon eher Jugendliche. Der ist als Baby hergekommen. Den habe ich in der Familie gehabt. Ah. Und, was in deiner eigenen Familie? In meiner eigenen Familie. Boah. Ja. Und der Älteste dürfte jetzt der Rudi sein mit 56. Okay, also von bis. Ja. Wir haben Sachen, wir haben. Hallo, Felicia. Hallo. Dürfen wir das bei euch aufladen? Ja. Ich warte kurz. Hallo. Weil der Schwärzer geht's nicht mehr. Perfektes Timing zum Reinkommen. Ja. Aber wie bist du selber in den Bereich gekommen? Wir haben da gegenüber in dem Haus gewohnt. Okay, in Breitenfurt. Ja, direkt da gleich gegenüber. Ja. Und mein Ex-Mann hat hier in der Dorfgemeinschaft die Werkstatt mit aufgebaut. Aha. So waren wir als Familie einfach. Wart schon voll dabei. Voll dabei. Ja. Und dann, jetzt hast du dann. Ja. Ist die Anfrage an die Dorfgemeinschaft gekommen, ob sie ein Baby nehmen würden. Ja. Das aus der Intensivstation kommt und wo man nicht weiß, wie sich's entwickeln wird. Ach so, das Baby hast du dann bei dir aufgenommen? Ja. Aber mit Behinderung hast du noch keine Erfahrung gehabt, in deiner Familie jetzt, nein, mit den Kindern? Nein. Hallo. Da haben wir unsere Tiere. Ein Esel, voll cool. Drei nette Esel. Die anderen zwei haben hinten auf der Warte und der muss da sein, weil er einen wehen Fuß hat. Ja, aber voll schön, oder? Werkstätten, Tiere. Also sie können sich da voll entfalten. Ja. Das hat das wie ich können, das wirklich sehr vielfältige Gemeinschaft. Ja. Ja. Und wie ist das? Kommt sehr viel aussehen? Ganz viel. Also nach außen? Natürlich mobilere Gruppen und dann gibt es Gruppen. Wir haben zwei Pflegegruppen, die nicht so mobil sind, wo viele Rollstuhlfahrer sind. Okay, ja. Die sind dann nicht so beweglich, aber. Aber man ist nicht separiert oder so? Nein, überhaupt nicht. In der Gruppe, wo der Stefan wohnt, das ist eine ganz reiselustige Gruppe. Die fahren in Urlaub. Ja. Also jetzt gehen wir schnell aus. Jetzt müssen wir schnell, jetzt wird es eng. Haben wir noch Weiden auch? Ja, wir müssen das da oben lassen. Ach so. Schnell, komm. Komm, Stefan. Ja, aber sie wollen ja keinen Auftrag, ne? Nicht nur der Regen. Ja, ja. Dann wird der Pauli, der haut dann wieder mal ab. Super. Aber hättest du nie gedacht, mal was anderes machen, dass du sagst, jetzt kann ich nicht mehr, weil das kostet ja Kraft, oder? Nein. Ich gehe jeden Tag so in die Arbeit, dass ich mir so, ich gehe so gerne in die Arbeit. Super, ich merke das auch. Hey, vielen Dank für den schnellen, aber wahnsinnig informativen Einblick in dein Leben oder in euer Lebenswelt. Ja. Dankeschön. Ja. Ciao, Biba. Wie lautet der Titel vom nächsten Kapitel? So, es regnet. Hauptmarsch. Gibt's dann Plan? Was steht an?